Ich arbeite in einem kleinen Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung im ländlichen Bereich. Wir haben eine interdisziplinäre, bettenführende Notaufnahme mit 10 Betten und einen Schockraum. Als Ersteinschätzung verwenden wir ein fünfstufiges Triagekonzept, ESI. Und zur Dokumentation haben wir ein Early Warning Score System adaptiert, um auch den Verlauf während der Aufnahmesituation dokumentieren zu können. Die Anlaufpraxis ist zwar in derselben Etage, aber räumlich getrennt von dem ärztlichen Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung und ist auch nur am Abends und teilweise am Wochenende besetzt. Dringenden Veränderungsbedarf sehe ich in der Zusammenlegung von ambulanter und stationärer Notfallversorgung in einem integrierten Notfallversorgungskonzept mit gemeinsamen Tresen, gemeinsamen Anlaufpunkt, einer gemeinsamen Ersteinschätzung, sowohl für ambulante als auch für stationäre Patienten, damit wir dieselbe Sprache sprechen, sowie auch eine gemeinsame IT-Ausstattung, sodass ein Datentransfer möglich ist. Und als letztes auch noch eben eine gemeinsame Finanzierung dieser gemeinsamen Notfallversorgung. Das Modell der integrativen Notfallversorgung verspricht meines Erachtens den größten Erfolg, das der Marburger Bund zusammen mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erarbeitet hat, weil hier aus ärztlicher Sicht eine werteorientierte Patientenversorgung im Notfall beschrieben wird, die gemeinsam erfolgt. Und das halte ich für sehr zukunftsfähig.